heutigen Video haben wir die Möglichkeit, Custom-Diamanten zu bekommen, mit welchen wir extrem starke und verrückte OP-Items craften können. Let's go! Joho Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Challenge, in der wir Custom-Diamanten craften können. Ja, es gibt echt ein paar sehr verrückte, die wir heute ranholen werden. Und dreimal dürft ihr raten, was wir als erstes benötigen. Richtig, einmal mindestens einen Diamanten. Und ich hatte mir überlegt, wir machen einen kleinen Speedrun draus und ich versuche den einmal so schnell wie möglich ranzuholen. In dem Sinne, wir starten einmal den Timer, machen irgendeine coole Speedrun-Musik an und dann let's go. Das erste, was ich brauche, ist einmal ein paar Standard-Tools. So, und ich hatte mir gedacht, wir werden die erst einmal nur aus Holz machen. Dann holen wir uns damit ganz wenig zu essen mit. Hier zwei davon. Das sollte schon reichen, einfach, dass wir ein bisschen was haben. Und schaut mal hier ist eine perfekte Höhle. Okay, ich versuche hier mal einigermaßen ohne wenig Fallschaden runterzukommen. Dann nehmen wir uns hier direkt einmal eine Kohle mit. Die werden wir brauchen, um Eisen durchzuschmelzen. Wir brauchen nämlich natürlich eine Eisenspitzhacke, damit wir Diamanterz überhaupt abbauen können. Okay, und bitte sag mir, dass es hier unten weitergeht. Bis jetzt noch nicht, aber schaut mal, ich habe hier unser erstes Eisenerz gefunden. Das müssen einmal drei Stück sein. Jawohl. Okay, die haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann ganz schnell 8 Cobblestone für einen Ofen. Bam. Rein damit. Und Katsching, Eisenspitzhacke hätten wir schon mal. So, und jetzt muss ich wirklich einfach nur noch ein Diamanterz finden. Okay, das ist hier aber auch ein langer, enger Gang. Aber tatsächlich, es scheint hier weiterzugehen. Let's go. Da kommen wir auf Deep Slate Höhe. Da wäre auch schon mal Gold. Das brauchen wir allerdings nicht. Oh nee, Leute, ich bin hier richtig weit nach unten gefallen. Oh mein Gott. Nein, aber das kann nicht sein. Da sind einfach tatsächlich Diamanten. Schnell abbauen das Ding und zack, stopp den Timer. Ey, das war jetzt sogar wirklich richtig schnell. 3 Minuten und 20 Sekunden hat es gedauert. Nee. Nicht schlecht. Ich bin dafür zwar hier in einer sehr brenzligen Situation gelandet. Für den Zeitpunkt jetzt habe ich mir aber hier das Essen mitgenommen. Das werden wir nämlich nun auch einmal durchschmelzen. Dann kann ich damit nämlich auf jeden Fall schon mal einigermaßen regenerieren. Wir schauen mal, gibt es hier zufällig direkt noch einen weiteren Diamanten? Nee, scheint leider nicht so. Oh doch. Schaut mal, da rechts habe ich noch einen gefunden. Ich muss hier nur vor den ganzen Mobs aufpassen. Nein. Geht mal bitte alle weg. Ich möchte den hier nur noch einmal mitnehmen. Okay, und ich glaube, hier ist aber wirklich Ende für mich durch die Mobs. Da möchte ich mich nicht durchkämpfen. Nein. Das Skelett hat mich schon gesehen. Dann würde ich sagen, wir schnipsen uns einmal mit einem coolen Zaubertrick wieder zurück an die Oberfläche. Katsching. Ich habe uns auch direkt nochmal mehr Eisen mitgenommen. Warum werdet ihr gleich sehen? Oh Gott, und hier oben ist auch schon Nacht geworden. Das ist gar nicht cool. Kann ich mir von euch hier nochmal ein bisschen Wolle holen? So Leute, und warum brauchten wir jetzt hier direkt diesen Diamant am Anfang? Das kann ich euch gleich zeigen, wenn ich mir hier einmal nochmal ein bisschen mehr Holz geholt habe. So, daraus machen wir uns nämlich einmal 8 Crafting Tables und wenn wir die nun einmal so mit einem Diamanten im Crafting Rezept anordnen, zack, dann bekommen wir den Diamant Crafting Table. Ja. Jawohl, und der hat ein richtig cooles Feature, nämlich wenn wir nun einfach mal hier diese Iron Ingots nehmen und die hier in die Mitte reinlegen, zack, dann erhalten wir so einfach Diamanten. Kommt Leute, da machen wir uns direkt mal ein paar Stück von. Damit kommen wir auf 15. Sehr, sehr lecker und dann wird mein Holz Schwert hier direkt mal durch ein Diamantschwert ersetzt. Okay, und in diesem Crafting Table hier werden wir jetzt auch die einzelnen Custom Diamanten craften können. Wir brauchen als erstes einmal ein paar Stöcker. So, und ich glaube, dann ordnet man das Ganze so an. Genau. Und damit haben wir auch direkt schon den ersten, nämlich den Holzdiamant hoch. Und ihr seht auch schon direkt, was der bringt, wenn man den einfach so in der Hand hält. Wir bekommen die ganze Zeit Äpfel unten in die Leiste gedroppt. Auf jeden Fall schon mal ganz nice. So sollten wir erstmal an reichlich Essen rankommen. Und wir machen natürlich auch direkt einmal ein paar mehr, weil wenn wir nämlich einmal 3 Stück davon haben und diese dann, ich glaube, so hier anordnen, jawohl, dann erhalten wir auch schon unser erstes Custom-Item, nämlich diese Holzplattform hier. Ja, die Fähigkeit davon ist jetzt noch nicht so heftig. Ich zeige euch das Ganze einmal, nämlich kann ich einfach unter mir, zack, so eine Plattform hier generieren. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, erleichtert das Fortbewegen halt mega, aber glaubt mir, Leute, wir werden hier im Verlauf des Videos noch 1000-mal coolere Items bekommen. In dem Sinne, wir bauen hier einmal ganz schnell alles ab und dann fangen wir auch schon direkt an, uns um den nächsten zu kümmern. Dafür müssen wir einmal ein paar Schweine finden. Sind hier irgendwo direkt welche? Nee, ich kann keine sehen. Oh doch, da ist eins, aber das reicht noch nicht aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich gehe einmal ganz kurz auf die Suche nach mehr. Da hätten wir auch schon welche. Huch, schaut mal, was habe ich denn da hinten entdeckt? Ein Dorf und hier ein Rune Portal. Ich spüre den OP-Gap da drin. Nö, aber 2 goldene Äpfel. Ho, das ist auch nicht
nicht schlecht. Da unten rechts sind auch sogar noch mehr Schweine. Okay, und ich glaube, mit denen sollten wir dann auch schon auf genug Fleisch kommen. So, und jetzt wird es direkt auch schon richtig verrückt. Was können wir da nämlich für einen Custom-Diamant draus craften? Dreimal dürft ihr raten, Leute. Richtig. Einfach ein Schweinediamant. Ja, ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass das hier wirklich eine absolut verrückte Challenge ist. Mit drei von denen und nun auch drei weiterem Fleisch können wir uns dann aber auf jeden Fall hier diesen Schweine-Launcher holen. Und wie der Name schon ganz leicht vermuten lässt, wenn ich das Ding rechtsklicke, zack, schießen wir einfach Schweine. Das Ganze verursacht dann so eine kleine Explosion und es wird auch lauter Essen gedroppt. Ist da irgendwas Gutes dabei? Ja, hier goldene Karotten, ne? 27 habe ich sogar direkt schon. Okay, dann hole ich mir davon einfach mal ganz schnell ein Stack zusammen. Let's go. 7 weitere goldene Äpfel waren sogar auch noch dabei. Das ist damit auf jeden Fall ein sehr nices Item. Achso, und ich habe gar nicht geguckt, was passiert, wenn man so einen Schweinediamanten einfach nur in der Hand hält. Ich habe hier irgendeinen Effekt. Saturation ist das, glaube ich. Okay. Wenn wir den in der Hand haben, sorgt das einfach dafür, dass unser Hunger aufgeheilt wird. Das ist natürlich auch richtig krass, weil dann brauche ich diese goldenen Karotten hier eigentlich gar nicht. Kann ich mir einfach den dahin tun und immer wenn ich was verliere, nehme ich den einfach wieder in die Hand. Sehr cool, Leute. Bevor wir uns direkt an den nächsten Custom-Diamanten ransetzen, würde ich sagen, wir schauen hier noch einmal ganz kurz bei dem Dorf vorbei. Die Heuballen brauche ich da jetzt natürlich nicht, aber den Eisengolem würde ich mir trotzdem ganz gerne nochmal vorknöpfen. Da ist er auch schon. Moin, was geht, Kollege? Was hältst du davon, wenn ich dich einmal mit einem Schwein abschieße? Das scheint ihn irgendwie nicht wirklich zu interessieren. Naja, umso besser für mich, wenn er mich nicht angreift. Bam, da ist er auch schon down und er gönnt. Hä? 8 Eisen? Wie kann das denn bitte schön sein? Oder hatte ich hier auch gerade noch ein bisschen was im Inventar? Ich weiß es gerade nicht so ganz, Leute. Das verwenden wir aber auf jeden Fall fleißig, um noch mehr normale Diamanten hier zu machen. Und da wir für den nächsten Custom-Diamanten sowieso nochmal in eine Höhle müssen, kann ich mir auch ganz entspannt einmal ein bisschen Rüstung gönnen. So, da werden wir nämlich einmal ein bisschen Kohle und Knochen für benötigen. Kohle habe ich hier schon ein bisschen, das reicht aber auch noch nicht ganz aus. Und ja, Knochen bekommen wir natürlich am einfachsten von Skeletten. Schaut mal, hier sieht es auch schon sehr gut aus. Dann zuerst davon einfach mal eine gute Menge. Okay, und jetzt müssten hier nochmal ein paar Skelette sein. Bis jetzt sehe ich hier nur 1, 2, 3 Creeper. Mit euch möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Perfekt. Euch beiden habe ich gesucht. Ey, wartet mal, Leute. Und schaut mal, wie krass dieser Schweinediamant hier ist. Wenn ich so mal eben von lauter Mobs angegriffen werde und dadurch ein bisschen in die Zwänge gerate. Oh nein, das ist richtig knapp. Dann nehme ich den einfach in die Hand und dann sind meine Herzen mega schnell am Hochgenerieren. Bam, und schon bin ich voll. Ich kann mich einfach hier fleißig von denen hitten lassen und die haben keine Chance, mich down zu bekommen. So, genug hier mit euch rumgespielt. Ich brauche immer noch deutlich mehr Knochen. Bis jetzt habe ich erst einen. So, das sollte jetzt aber genug sein. Dann würde ich mir aber außerdem auch gerne nochmal hier meine Dia-Rüstung vervollständigen. Dafür wird sich lauter Eisen geschnappt. Okay, damit sind wir top ausgestattet. Während wir das ganze Eisen jetzt hier einmal durchschmelzen, kümmern wir uns natürlich auch schon um den nächsten Custom-Diamanten. Dafür müssen wir nämlich einmal links und rechts Kohle, oben und unten jeweils ein Knochen hintun. Oh, beziehungsweise ich glaube, ich habe es vertauscht. So rum. Genau. Und dann erhalten wir einen sehr mysteriösen schwarzen Diamanten, nämlich den Wither Diamond. Oh Gott, huch. Und da seht ihr auch direkt schon, was der kann. Mobs, die in der Nähe sind, bekommen nämlich dadurch den Wither-Effekt. Jetzt müssen wir uns dazu aber natürlich auch nochmal das Custom-Item craften. Bam. Oh Gott, hä? Und was ist das denn? Schaut mal, ich habe hier einfach den Wither-Boss in der Hand. Sehr interessant. Was kann der jetzt? Okay, wenn wir ihn einfach nur in der Hand halten, können wir damit Projektile wie zum Beispiel Pfeile oder die von den Blazes abwehren. Und wenn wir ihn rechtsklicken, bam, dann schießen wir einfach einen Wither-Korb. Pferde, habt ihr einmal Lust, meine Versuchskaninchen zu sein? Wie viel Schaden macht das Ganze? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Schüsse, um so einen zu killen. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen viel. Aber hey, natürlich trotzdem auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Oh, wir können das auch richtig spammen, sehe ich gerade. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal das restliche Eisen raus. Und um die Rüstung zu vervollständigen, brauche ich jetzt nochmal hier 6, hier 5. Also 11 weitere Diamanten. Bop, bop. Jawohl, und damit sind wir doch jetzt sehr schön equipped. Übrigens, Leute, mir ist gerade mal was aufgefallen. Wir waren ja gerade eben da in diesem Dorf drin, ne? Und ich habe völlig vergessen, der Tradition nachzugehen und das einmal komplett zu zerstören. Da wird natürlich jetzt überhaupt nicht lange gefackelt, Leute. Das wird einmal nachgeholt. Oh je, Leute, was mache ich bloß immer mit den armen Dörfern hier? Naja, kommt, heute sind wir mal gnädig, ein Haus lasse ich stehen. Und jetzt wird es auch schon Zeit, dass wir uns um Custom Diamant Nummer 4 kümmern. Den zu bekommen ist sehr, sehr außergewöhnlich, nämlich müssen wir dafür nichts craften, sondern wir müssen zuerst einmal einfach ganz weit nach oben in die Luft, um genau zu sein, mindestens auf Y-Höhe 135, wo wir auch genau jetzt schon angekommen sind. Dann bauen wir uns hier einfach, weil wir es können, einmal eine kleine Plattform auf. So, und den
den nächsten Diamanten, den wir jetzt ranholen werden, ist der Monddiamant. Und alles, was wir nun machen müssen, um den zu bekommen, ist einen normalen Diamanten hier auf dieser Höhe einfach droppen. Zack. Und dann seht ihr das, verwandelt er sich in den Monddiamant. Und wenn wir den in der Hand halten, sehe ich direkt schon, bekommen wir anscheinend Night Vision. Ne? Das ist jetzt an und für sich nichts so Spannendes, aber wir holen uns nochmal einen zweiten ran. So, und damit werden wir natürlich wieder ein interessantes Custom-Item craften können. Ne? Ich glaube, das Rezept war so. Jawohl. Und schon haben wir so den Mondstab erhalten. Was kann der, fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt. Das ist relativ simpel. Wir schnappen uns hier einmal ein paar Versuchskaninchen und wenn ich den jetzt einmal rechtsklicke, zack, dann fallen einfach von oben so kleine, ja, Meteoriten runter. Ich glaube, das sollen Monde darstellen. Und die machen halt ordentlich Schaden an den Mobs. Ist auf jeden Fall eine sehr feine Sache. Man kann das auch absolut spammen. Oh, aber ich sehe gerade, die Mobs können auch ausweichen. Ne? Das ist natürlich nicht so cool. Hallo? Okay, die Spinne ist anscheinend viel zu schnell. Die kann ich damit nicht treffen. Ne? Aber ich glaube, mit dem Ding hier wird es vor allem extrem leicht, im Nether die Blaze Rods ranzuholen. Ne? Achso, und apropos Nether, da können wir uns auch langsamer hinbewegen. Allerdings davor einen letzten Kassendiamant würde ich gerne nochmal hier an der Oberfläche ranholen. Für den müssten wir einmal an ein bisschen Kupfer rankommen. Guckt mal, hier wird doch bestimmt was sein. Jawohl, hier ist auch schon was. Das dann einmal hier in den Ofen. So, und das Rezept ist jetzt wirklich absolut easy. In die Mitte einmal ein Diamanten und da drum die ganzen Copper Ingots. Und schon erhalten wir Custom Diamant Nummer 5, nämlich den Lightning Diamond. Wenn wir den in der Hand halten, schlagen anscheinend einfach hier in der Nähe Blitze ein. Nevermind, die schlagen nicht einfach irgendwo ein, sondern auf Mobs. Tschüss Huhn und tschüss ihr beiden Hühner. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, um das Item zu machen, brauchen wir jetzt nochmal 4 weitere. Die dann einmal in einem Kreuz angeordnet. Zack. Und so erhalten wir den Lightning Orb. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich rechtsklicke ihn einmal. Zack. Oh mein Gott. Und was ist das denn bitte schön krasses? Wir schießen einfach 3 Bälle und da, wo sie treffen, bam, schlagen richtig viele Blitze ein. Ey Leute, was sind das hier bitte schön schon wieder für abgefahrene Custom-Items? Ich würde sagen, damit sind wir jetzt aber wirklich bereit, uns auf in den Nether zu machen. In dem Sinne, Leute, wir hatten hier schon dieses Ruined Portal entdeckt. Genau, und da war lauter Lava dabei. Das sollten wir damit auf jeden Fall ganz entspannt einmal nutzen können, um in den Nether zu kommen. Okay, und bevor wir da reingehen, würde ich mir ganz kurz aber gerne nochmal ein bisschen mehr Eisen holen, um damit neue Diamanten zu craften, ne? Damit wir auf jeden Fall dann im Nether auch genug haben und nicht nochmal zurück an die Overworld müssen, ne? Huh, Leute, und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hier ist einfach ein Mob-Spawner ohne Kisten. Wie kann sowas denn generieren? Sind die hier irgendwo in der Wand drin? Nee, ich glaube nicht. Perfekt, hier hätten wir jetzt aber auch schon unser Eisen, ne? Wenn wir dann damit jetzt sowieso an lauter Diamanten rankommen, können wir uns ja hier mittlerweile auch mal Diamant-Tools craften. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Okay, und jetzt haben wir aber auch schon genug und damit geht's jetzt direkt auf in den Nether. Zack, huch, wo spawn ich denn hier? Okay, das ist nice. Direkt schon mal beim Warped Forest. Allerdings, beziehungsweise irgendwie ist das nur so eine kleine Warped Forest Ecke. Geht das Biom hier auch irgendwo nochmal ein bisschen weiter? Nee, irgendwie nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend, aber egal. Dann gehen wir stattdessen einfach als erstes auf die Suche nach einer Nether-Festung. Mal schauen, mein Instinkt sagt mir, irgendwo in diese Richtung hier ist eine. Wartet mal, Leute. Und das kann nicht sein. Hä? Ich hatte einfach recht. Okay, das ist sehr, sehr cool. Hier werden wir auch direkt schon sehr freundlich von ein paar Wither-Skeletten begrüßt. Wartet mal. Da habe ich doch was Cooles für euch. Hier, zack. Guck mal, Kollege. Ich schieße euch einfach mit euren eigenen Köpfen ab. Perfekt. Und hier habe ich doch auch schon einen Blaze-Spawner gefunden. Kommt her, kommt her. Ihr werdet ganz schnell einmal für Blaze-Rods fertig gemacht. Zack, Leute. 10 Stück. Das ist mehr als genug. Dann müssen wir hier nochmal erneut versuchen, einen Warped Forest für Enderperlen zu finden. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles aus dem Nether, was wir brauchen. Ich würde sagen, das machen wir relativ simpel. Einmal mit einem kleinen Zaubertrick. Katsching. Übrigens, für die nächsten Custom-Diamanten werden wir auch Enderperlen benötigen. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar mehr ranholen müssen. So mindestens 16 Stück sollten das eigentlich mal sein. Ey, und was ist das denn hier jetzt bitte auch schon wieder für einen Warped Forest? Der ist irgendwie direkt an der Nether-Decke und hier spawnt kein einziger Enderman drin. Okay, let's go. Da ist einer. Gib mal fleißig deine Enderperlen her, mein Freundchen. Damit haben wir 18 Enderperlen. Und Leute, jetzt ist es nochmal richtig verrückt. Warum brauche ich die jetzt für den nächsten Diamanten? Nämlich ist es so, dass wenn man die hier mit Cobblestone kombiniert, man einfach Endstone craften kann. Und damit ist doch völlig klar, können wir uns jetzt einen Endstone-Diamanten machen. Der ist doch wunderschön. Wenn wir den einfach nur in der Hand behalten, bekommen wir einfach Jump Boost 5 und Slow Falling. Damit macht es auf jeden Fall Spaß, hier herumzuhüpfen. Und nun aber natürlich die wichtige Frage, was für ein Custom-Item können wir damit machen? Dafür packen wir einmal unten
zwei Stöcker hin und oben drei von den Diamanten, zack. Und dann erhalten wir auch schon die Endstone Pickaxe. Ich glaube, damit kann man einfach nur besonders gut minen. Ja, okay, die ist extrem schnell, wobei das hier natürlich auch Netherrack ist. Und die macht direkt so einen 3x3 Bereich frei. Sehr nice. Und als nächstes auf meiner Liste steht nun der Redstone Diamant. Dafür müssten wir einmal in eine Höhle gehen. Und da ich hier im Nether eigentlich auch schon fertig bin, würde ich sagen, wir schnipsen uns ganz entspannt einmal wieder zurück an die Oberfläche. Katsching. Kommt. Und dann nutzen wir diese coole Spitzhacke doch direkt einmal, um es hier schnell nach unten zu bauen. Oh mein Gott, ey. Dann ist hier einfach ein Lavasee. Nein, 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 nein. Eieiei, das war ganz schön knapp. Ich sollte mich vielleicht eher hier in so einem Treppenstil nach unten bauen. Das klingt ja ein bisschen sicherer. Hehe. Ey, diese Spitzhacke ist wirklich so krass. Die kann sogar Deep Slate instant abbauen. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf einer guten Höhe angekommen. Jawohl, hier ist auch eine Höhle. Huch, und schaut mal, ich finde einfach Diamanten, bevor ich Redstone finde. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche, das wäre immer so. So, aber da ist auch schon was. Bob, 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 Bob. Ey, was? Und dahinter sind einfach schon wieder Diamanten. Was ist das denn bitte krasses? Okay, das ist aber eigentlich sogar relativ gut, weil es gibt tatsächlich auch noch einen weiteren Custom-Diamanten, den man mit Diamantblöcken craften kann. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Aber da können wir im Notfall ja auch theoretisch einfach Eisen für nehmen. So, und jetzt brauche ich hier nochmal mehr Redstone. Hä? Ey, jetzt mal ernsthaft, was ist das denn hier? Drei Diamantvorkommen entdeckt und nur einmal Redstone. 2000 Jahre später. Endlich, hier haben wir mal ein bisschen was. Ganz kurz. Und jetzt ist hier auch einfach nochmal eine Ancient City. Was geht denn ab? Okay, kommt, da gehen wir auch ganz kurz einmal rein, weil, Leute, ich sehe hier doch direkt schon eine Kiste. Wer weiß, vielleicht ist da irgendwas Cooles drin. Ein Regenerationstrank. Okay, den brauchen wir nicht. Hier drüben vielleicht was Besseres. Nee, okay, ja. Ich glaube, ich sollte hier nicht weiter meine Zeit drin verschwenden. Wir gehen wieder zurück an die Oberfläche. Okay, und damit wird es wieder spannend. Wir tun in die Mitte einen Diamanten. Darum packen wir Redstone. Zack. Und damit erhalten wir den Redstone-Diamanten. Der sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. So ein bisschen wie so ein Rubin. Ah, guckt mal. Und damit geben wir einfach allen Mobs in der Nähe den Glowing-Effekt. Bringt jetzt nicht so viel, aber hey. So, und wenn wir uns dann aber nochmal ein paar mehr davon machen und die dann, ich glaube, so hier anordnen. Jawohl. Dann erhalten wir auch nochmal ein sehr verrücktes Custom-Item, nämlich den Mining-Drill. So, und das ist jetzt quasi nochmal die bessere Version von unserer Endstone-Spitzhacke hier. Wenn wir den nämlich rechtsklicken, bam, dann spawnen wir einfach einmal so ein Ding, was einfach alles, was ihm in den Weg kommt, zerstört und uns hier so einen Weg durchbaut. Ja, Leute, und ganz kurz, bei solchen Items frage ich mich immer eine ganz bestimmte Sache. Und zwar kann man damit auch Bedrock zerstören. Keine Sorge, wir werden das natürlich einmal austesten gehen. Ich gehe hier einmal ganz schnell wieder zurück nach unten. Oh mein Gott. Und ja, tatsächlich. Wir können hier einfach direkt ins Void runter. Guckt mal, ich springe da einfach rein. Hahaha. Spaß. Ich habe hier noch meine Holzplattform. Oh Gott, das war aber ganz schön knapp. Okay, okay. Ich glaube, ich habe genug hier unten rumgespielt. Wir gehen mal schnell wieder zurück an die Oberfläche. So, und ich hoffe, ich habe jetzt für den letzten hier nochmal genug Diamanten. Wir müssen nämlich einmal zwei Diamantblöcke craften. So. Die tun wir jetzt hier rein, umranden sie nochmal mit normalen Diamanten. Bam. Und dann bekommen wir einen riesen Diamant. Ja, ja, ja. Schaut euch das mal an. Sieht auf jeden Fall schon mal absolut cool aus, das Ding. Und das Coolste ist aber natürlich, wenn wir uns davon noch einen zweiten machen und die dann im Crafting Table mit einem Stick kombinieren, dann upgraden wir sogar direkt auf ein riesen Diamantschwert. Das macht wahrscheinlich richtig viel Schaden. 22 Attack Damage. Okay, das ist krass. Ein normales hat nur 7. Und dazu hat es aber noch eine Fähigkeit, und zwar, wenn wir das rechtsklicken, bam, dann werfen wir es. Im besten Fall bräuchten wir da jetzt mal ein paar Mobs als Versuchskaninchen. Wartet mal, war hier nicht irgendwo das Dorf in der Nähe? Genau, da hinten ist es. Hallo, mein Dorfbewohnerfreund. Ich weiß, ich bin nicht beliebt bei euch. Ich habe hier schon eure kompletten Häuser zerstört, aber das möchte ich noch einmal austesten. Zack. Hä? Und ihr überlebt das einfach. Okay, das Wurfding scheint anscheinend nicht so viel Schaden zu machen. Aber wenn ich dem hier zum Beispiel einfach nur einen normalen Hit gebe, ja, dann sollte das auf jeden Fall ein One-Shot sein. Okay. Hier sind jetzt auch mal ein paar richtige Mobs gespawnt. Wie scheint es bei denen hier? Auch alles One-Shots. Perfekt. So, Leute, und damit haben wir jetzt alle Custom-Diamanten rangeholt. Es wird langsamer Zeit, dass wir uns um den Ender-Drachen kümmern. Wir craften hier die Ender-Augen. Und der Stronghold ist in diese Richtung. So, ich habe so ein Gefühl, hier bei dem Pillager-Outpost wird er sein. Oh, nee, ich bin sogar schon ein bisschen zu weit gegangen. Da muss es jetzt aber hier sein. Jawohl, da geht's nach unten. Da packen wir einfach ganz entspannt einmal den Mining-Drill aus. Oh Gott, ich muss aber noch ein bisschen aufpassen. Er konnte ja auch Bedrock zerstören. Nicht, dass er mir hier das Endportal kaputt macht. So, wir sind auf jeden Fall schon da. Jetzt sollte ich ihn vielleicht nicht mehr einsetzen. Bob, 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 bob. So, und jetzt muss ich mich einmal sortieren. Was haben wir hier für Custom-Items, die wir fleißig einsetzen können? Den Wither auf jeden Fall.
Fall diesen Lightning Orb. Ja, ich mach mir mal einfach unten die komplette Leiste voll und dann wird nicht lang gefackelt. Wir hüpfen direkt rein da. Let's go, let's go. Mission Nummer 1, wie immer, die Türme ausschalten. Das probieren wir als erstes einmal mit einem Witherkopf. Bam. Okay, nee, das funktioniert nicht. Vielleicht bei dem linken hier, da ist kein Gitter drum. Jawohl, das klappt. Und für die nutzen wir jetzt einfach einmal den Lightning Orb. Zack. Okay, ja, und das zerschmettert die ja auch komplett. Dann wissen wir, wie es geht. Die restlichen werden einmal im Schnelldurchlauf gemacht. Ich glaube, das waren alle. Jawohl, sieht gut aus. Dann einmal mit ein paar coolen MLGs hier runter. Bam und bam. Hey, ey, ey, mein Freundchen, was möchtest du direkt hier von mir? Guck mal, du kannst einmal zuerst das Schwert abbekommen. Bam. Ich glaube, wir haben ihn sogar getroffen damit. So, mein Freundchen, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns dich vorknüpfen. Da will ich als erstes einmal die Blitzfähigkeit ausprobieren. Schaffe ich es, ihn zu treffen? Nee, jetzt aber, jawohl, okay, das hat ihn aber, glaube ich, kein Damage gemacht. Wir versuchen es nochmal, nee, okay, die Blitze tun ihn absolut nichts an. Dann vielleicht ja ein paar Wither-Köpfe, gerade ist er auch dabei runterzukommen. Okay, ich glaube, die haben ein bisschen Damage gemacht, aber das sollte hier auf jeden Fall funktionieren. Ein paar Hits mit dem Dierschwert. Er ist fast down. Jetzt möchte ich noch einmal testen, ob ich hier auf den Schweine-Launcher auf ihn schießen kann. Jawohl, er ist wieder dabei, nach unten zu fliegen. Okay, und jetzt einfach da an seinen Kopf ein paar Schweine hinschießen. Nein, ey, das kann doch nicht sein. Die prallen einfach ab an ihm. Never mind, let's go. Er ist down. Der Schweine-Launcher hat damit jetzt extrem viel Damage gemacht. Er hat, glaube ich, am besten funktioniert. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch das Favorit-Item hier von dieser Challenge. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am coolsten fandet. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich auch ein Like und dein Abo da. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon für heute. Jawohl, und falls du nur noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich eine neue XXL-Struktur in einer mysteriösen Dimension erkundet habe. Viel Spaß dabei!